Ja. Hilfe, Frodo! Warte, ich rette dich, Steve! Ich rette dich, Steve! Ich rette dich, Steve! Wiederbeleben! Ja! Ja! Ich habe ein Sniper-Rifle, das finde ich toll! Ich bin nächstes Level! Da bin man getötet! Warum? Ach du Scheiße, was war das denn bitte? Alter, One-Hit! Was ist denn hier los? Warum ist das eigentlich schwieriger geworden? Der Penner hat mich ge-One-Hitted. Vor allem, ich hab's ja mit Frodo schon echt ein bisschen zu zweit gespielt. Es ist mich auch ge-One-Hitted. Es ist sackschwer. Es ist sackschwer gerade. Ich belebe ihn schon wieder, Robin. Du kannst dich ums Schießen kümmern. So, jetzt wird gesniper-rifled. Ich bin der Support-Charakter, ich muss alle wiederbeleben. Hä, was war das denn gerade, Alter? Warst du nicht beim letzten Mal auch der Support-Charakter? Ja. Yay! Du arme Sau, Robin. Oh, Scheiße. Aber dieses Mal mache ich, glaube ich, richtig mehr Schaden. Ich muss für mein Gehirn muss ich diese beiden Waffen tauschen. So, jetzt geht's mir wieder gut. Level 2! Level up! Bitte frag mich, warum ich das getan habe. Das kann doch gar nicht sein. Kritisch und er ist einfach geplatzt. Und schon wieder geplatzt. Leute, warum mache ich keinen Schaden? Ich mach, weil du nicht triffst. Hä? Was würde dir das steht Problem immer erklären? So neun kritisch und so. Warten? Du bist beschäftigt. Und habt ihr einfach geilere Waffen als ich? Ich denke nicht, weil wir haben alle dieselben. Alle die Standardwaffen, oder? Oh my god. Was habt ihr denn eigentlich so für Waffen? Vielleicht können wir ja ein bisschen hin und her tauschen. Also ich habe mit Flo zum Beispiel schon meine Schrotflinte gegen seinen Sniper-Rifle getauscht. Also ich hab. Warum sind die anderen so leise? Sind alle anderen so leise? Frodo und Flo sind so leise. Eine blaue Pistole als. Ja, na, die extra Pistolen. Ja, die extra Pistolen hatten wir doch, weil wir schon gespielt haben. Genau. Aber die Pistole ist eh nicht so cool. Ich habe das Sniper-Rifle die ganze Zeit benutzt. So, hier, ich schließe mal die Mission ab bei Jack, dann gibt's ein Schild. Okay. Yay! Yay. Endlich. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Richtung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Danke, Jack, dass du mir erklärst. Man hat immer noch nicht seinen Move, ne? Welchen Move? Nee, natürlich nicht. Signature-Move. Nee. Bei welchem Level gibt's den denn? Bei 5. Nee, ich glaube 3 oder 4. Helios Verteidigungsanlagen gestört. Achso, da hoch. Die Dinger. Ach ja, oh Scheiße, ich stehe genau auf der falschen Seite, sorry. Die anderen sind viel zu leise. Wieso sind denn die anderen zu leise? Wie kann das denn sein? Ich mach mich mal ganz leise. Ich versteh's nicht. Tontechnisch läuft bei uns, würde ich mal sagen. Frodo, Hashtag läuft. Dr. Freud weiß, wie es läuft. Ich hab mich jetzt mega leise gemacht. Das kann jetzt halt. Das weiß nicht, ob das dann hilft. Wollen wir vielleicht einfach mal kurz stehen bleiben und jeder passt mal seinen Song? Das kann gar nicht sein, dass man nur mich hört. Okay, Flo ist voll leise. Flo, sag mal was bitte. Hä? Hallöchen. Macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wir haben immer das Gefühl, dass sie uns ein bisschen trollen, weil... Ich habe bei mir gehört, dass Flo... Flo, sag was? Hallo, ich sage was. Dinge, die ich höre. Flo ist jetzt tatsächlich wieder lauter. Also ich gehe natürlich jetzt nach meinen Ohren, bei mir sind jetzt alle gleich laut. Ja, bei mir auch. Ja, apropos, hier Frodo-Apparat-Video. Ah, verfluchter Mist. Wer es noch nicht mitbekommen hat. So. Macht mich, der bei mir jetzt gerade in den Stream zuguckt, macht einfach lauter. Alles. Ja, oder nehmt den Sound von mir, was haltet ihr davon? Macht Multi-Twitch an und macht bei... Mir ist der Ton am besten. Okay. Das glaube ich nicht. Piu. Oh, what the fuck? Badass. Wie heißt eigentlich die Krankheit, die... Oder das Ding, was ist das für Handsome Vieh? Jack hat? Was ist das? Ein Iridianer. Oh, ihr habt ja so keine Ahnung von dem Spiel. Ist ja unglaublich. Okay, halt du mal schön die Fresse. Entschuldige, ich glaube, ich weiß am meisten von dem ganzen Spiel, weil ich weiß nämlich alles. War nicht meine Idee. Oh, du bist so, komm her, Biodopos, komm her, ich schlag dich! Komm nachher! Nein, schlag mich nicht! Nimmst du ein Duell an? Willst du dich duellieren? Willst du Stress? Ich hab das Gefühl, ich mach keinen Schaden, weil es bei mir hier total am Lecken ist. Ihr beide woanders seid als Flo. Ja, sind wir auch. Sie sind einfach weitergelaufen schon. Nee, ich bin hinter Jack. Wo müssen wir hin, dass sie weitergelaufen sind? Ja, nee, du bist weitergelaufen und... ich meine, die sind wieder mal völlig planlos falsch gerannt. Nö, ich hab einfach Steve verprügelt. Es war großartig, lustig und alle hatten was davon. Hä, hey, du hast mich gar nicht verprügelt, du hast mich nicht mehr berührt. Alter, du willst doch aber jetzt wirklich auf die Fresse. Komm her. Wenn sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich sie persönlich. Verzeihung, Sir, die
Wieso hat er aufgehört zu regnen? Komm, Steve, schlag mich. Ich finde das so seltsam. Dreh dich um und schlag mich. Hat jemand geschrieben, wenn der Dr. Freud guckt, dann ist der Ton bei der perfekt, bei mir ist er nicht gut. Und dann haben aber alle anderen geschrieben, der Ton ist bei dir am besten, Robin. Ich verstehe es nicht. Können wir uns jetzt einfach ganz schweinedreist nicht mehr um den Ton kümmern? Und ja, einfach das Spiel reden? Für alle, die der Ton scheiße, es tut uns sehr leid. Dann liegt es an euch. Viele sagen auch, das ist gut. Ja. Okay, wir werden jetzt ab sofort nicht mehr über den Ton sprechen, der bleibt jetzt geil. Danke, weil ich würde ganz gerne tatsächlich auch was vom Spiel mitbekommen. Wie wirft man nochmal Granaten? Welches Spiel? Beziehungsweise, ich hab mir die Granaten auf eine andere Taste gelegt. Musste mich nur kurz dran erinnern. Dann hast du deine blöde Alt-Taste oder so. Ne, ich hab die auf der rechten alternativen Maustaste. Was unter anderem großartig ist. Was macht Jack da hinten? Oh nein! Oh no! I made a horrible mistake. Also ich hab mal geguckt, wie Robins Action Skill funktioniert. Das ist total lustig. Du hast links und rechts ganz viele Faktoren. Und je nachdem, wie du spielst, in was für einer Situation du bist, nimmt er sich Faktoren raus. Zum Beispiel, dass du alleine spielst oder dass du gerade wenig Energie hast oder so. Und dann berechnet er, welcher Vault Hunter Extra Mode jetzt der klügste wäre. Und dann macht er einen Fehler, weil er nicht rechnen kann. Manchmal ja. Wenn du zum Beispiel alleine bist, kann es sein, dass du sowas ähnliches wie ein Geschütz aufbaust, einen kleinen Minion. Da kriegst du so einen Mini-Claptrap. Ja. Ah, warum... Ich muss in die Einstellung, sorry. Ich muss ganz kurz mal... Warum ist dann auf C ducken? Das macht null Sinn. Hä? C ist immer ducken. Aber C steht nämlich für Crouch. Nein, in jedem Spiel. Ja, ich weiß, aber das muss Steuerung sein. Du kommst doch niemals auf die Taste... Hallo, sie ist genau unter deiner Taste für... Sie ist genau unter D. Naja, wie sollst du dann... Das geht voll nicht klar. Recht hat er allerdings schon. Jetzt ist gut. Das muss auf Steuerung sein. Noch nie. Sonst macht das gar keinen Sinn. Steuerung links. Gib mir Loot. Loot. Loot? Hab ich da Loot gehört? Loot. Oh, Loot. Ich bin bei Jack. Loot. Voll, dass die Loader Freunde sind jetzt. Wenn ich groß bin, werde ich Loot. Die Loader. Oh geil, ich kann meinen Action Skill benutzen. Ich nicht, immer noch nicht. Bist du schon Level 3? Ich bin Level 3, das ist ziemlich cool. Wie ging nochmal der Action Skill? Wie ihr so schnell leveln könnt. Oh, warten. Ich bin Level 2, Achso, ich habe übrigens Dips auf alle Explosionspistolen. Grundsätzlich erstmal. Ich hab. Was für ein Scrap-Tab eigentlich? Keine Ahnung. Ich hatte Vermutung. Einfach alles. Bei mir ist Pistolen- und Schrotflinte-Style. Ich nach wie vor, weil ich's liebe, Scharfschützengewehre? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Bei deinem Charakter ist das, glaube ich, nicht so entscheidend. Nee, deswegen Scharfschützengewehre hätte ich gern. So, ich geh jetzt mit Jack hier in diesen komischen Gang. Häschen, hüpf! Häschen. Oh, jetzt kommt eine tolle Sequenz. Oh ja, jetzt kommt Spaß. Ich bin noch nicht Level 3. Hallo, Schofi-Wurst. Ich sag mal, kill den Kerl. Flame Knuckle. Kill that guy. Großartig, Steve. Achso, um jetzt mal zu beenden, ja, dieses neue Frodo-Apparat-Video wird total. Keine Ahnung. Episch? Ich hab noch keine Ahnung, wie das Video wird. Der Song ist quasi fertig und wird gut. Wow, und es ist tatsächlich passend zu dem Finale von Tube Clash noch fertig geworden. Da bin ich ja total stolz auf mich. Kritisch. In all seine Gesichter. Los, meine kleinen Roboter-Schweinchen. Oh Gott, ich liebe, dass ich einen Roboter habe, der mich beschützt. Hat er Feuer? Du meinst nicht, Frodo, ja, ich bin. Nee, ich hab doch hier. Ich hab doch Wolf und Saint. Was? Du hast einen anderen Roboter neben mir? Betrügst ich hab mich, sogar. Ne, ich hab sogar zwei andere Roboter neben dir. Du Schlampe! Du Roboter Gangbang! Ich bin Robophil! Und wo sind die ganzen Gegner? Oh Scheiße! Oh Gott, der war so scheiße, dass ich wieder gut fand. Oh nein, ich bin tot! Irgendjemand muss mich retten! Bevorzugt ein Roboter! Wo bist du? Neben dir? Ich bin hier! Ein Moment! Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier gerade ab? Oh, Kacke! Dieses Spiel so hart bei mir. Claptrap, sei Level 3 und benutze deinen Skill, verdammte Scheiße! Ich hab es! Soll ich machen? Ja! Wir sind ready! Gib ihm! Oh Gott, ich befürchte, wir sind doch ready. Oh nein, was passiert? Du wurdest geklappt, Amoklauf. Oh nein, das heißt, wir können nur noch schießen jetzt. Einfach weiterschießen? Ja, wir schießen jetzt so lange. Wir schießen vor allen Dingen immer schneller. Ja, vor allen Dingen kriegen wir aber auch dazu Munitionsregeneration. Alter, wie geil! Aber bleibt nicht fragwürdig, dass wir alle gerade Amok laufen. Das ist so großartig.
keine Munition, shit. Ich feier gerade ein bisschen, weil das war echt ziemlich witzig. So, jetzt ist mein Modus fertig. Na, meiner auch. Ich mach mal hier meine beiden Droids schon wieder. Welche Taste war das nochmal? F? Ach, stimmt, ja, ich müsste ihn bloß erstmal einstellen. Es wäre halt echt geil, wenn einer mal mit dem Schock-Dingens, wenn einer überhaupt eine Schockwaffe hat, auf diesen Dude drauf. Boah, warum hüpft der die ganze Zeit? Ich hab momentan gar keine Waffe. Ja, was passiert denn hier die ganze Zeit, dass der mal so nach hinten geschleudert wird? Alter, was zur Hölle? So, jetzt hab ich ihn erstmal Gaben, Alter. Oh, Flo, du hast übrigens einen ziemlich geilen Skill, der später kommt. Du kannst, du hast Double Wielding dann. Also du kannst eine Pistole. Ja, aber genau darauf skill ich nicht. Ja, echt nicht? Was? Nee. Er hat dann wie der Gunsurker, dauerhaft, aber mit Pistolen nur. Ja, aber darauf genau auf diesen Skill skill ich überhaupt nicht. Schade. Macht der Gefangenen keine Komplimente. Ich hab grad voll das Problem, weil meine Internetleitung gerade voll lutscht. Der kann das Bild nicht mehr richtig übertragen, glaube ich. Echt? Aber die das hat nichts mit deiner Internetleitung zu tun. Weil wir haben auch öfter schon mal Einstürze, Zusammenbrüche gehabt, Frodo und ich, und das hat überhaupt nichts mit der Internetleitung zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich... zeigt gerade rot an. Achso, das heißt, dein Stream ruckelt. Ja, also... Aber nicht dein Spiel. Achso, naja, dann liegt es aber an deinem Rechner. Also, nee, also ich habe hier 60 Frames durchgängig, aber weißt du, was ich meine mit... Ja, ich weiß, was Lag ist. Kommen Sie zu mir! Oh, scheiße, was passiert hier? Ich habe Angst. Wo bist du? Ah, nein, oh Gott! Frodo. Das war clever und ist vorgerannt. Das war nicht so klug. Jetzt bin ich tot. Kein falscher Schritt, sonst alle Spieler sind da vorne. Was soll das denn jetzt heißen? Das heißt hier, Frodo und Logik passt nicht zusammen. Frodo und Logik ist ungefähr das Beste auf der... Alter, wo spawnt man denn? So, da habe ich ja jetzt voll die Zeit, um mich zu skillen. Skill dich mal. Na, erstmal hast du doch mal einen, oder? Oh ja, das ist es. Kinetischer Aspis. Also pass auf, Steve, ich erkläre dir das mal kurz, ja? Wenn du das benutzt, dann packst du dein Schild aus und kannst Kugeln abfangen. Mhm. Der gesammelte Schaden wird dann am Ende, wenn das Schild weggeworfen ist, doppelt, glaube ich, ausgeteilt. Wie wird der ausgeteilt? Wohin ausgeteilt? Na, du wirfst am Ende dein Schild weg und es explodiert. Nachdem du vorher damit schön viel Damage aufgesammelt hast. Und zwar den Start... Also F drücken quasi, oder? Ja, ich glaube, wenn die Zeit vorbei ist, wird es automatisch weggeworfen. Ja, du kriegst... Du hast einen Standardschaden plus den doppelten Schaden von dem, den du aufnimmst. Mhm. Ah ne, er wird da automatisch, glaube ich, geworfen nach dem Ende. Ah ne, oder du kannst nochmal F drücken. Ah ja, okay. Ist total eingequetscht. Macht nichts. Wir empfinden keine Schmerzen. Ah, sehr geil. Prügel ihn einfach raus. Ich hab keine Skillpunkte mehr. Oh nein, ich wurde zu einem Duell gefordert. Kein Wunder, dass Dalon so einfach über... Oh nein! Nein, hör mal auf. Komm her. Oh nein, jetzt sind wir in einem Duell. Und oh. Where are you guys? Oh, jetzt verliere ich das Duell, weil ich außerhalb der Arena bin. Ist ja kacke. Don't go to the spooky ghost house. It's so scary there. It's so scary. Ich drück jetzt mal diesen roten Button. Okay. Oh shit. Ich hab jetzt einfach diesen roten Button. Ey, was soll das denn? Wir duellieren uns. Was soll denn die Scheiße? Warum machst du denn so einen Mist? Mann, wir mussten uns fertig duellieren. Überhaupt nicht, du Pisser, hast gerade noch gesagt, du stirbst einfach, wenn du außerhalb oder du verlierst es zu Ende. Ja, dachte ich ja auch. Hast du nur gemacht, weil du nicht verlieren kannst, du Vogel. Es stand also. Jetzt häng ich hier rum mit 27 Lebenspunkten, ja? Boah, du bist ein Penner. Oh, soll ich dir ein bisschen Geld schenken, damit du dich regenerieren kannst? Ich weiß, ob du mir ein bisschen Geld schenken sollst? Bist du bescheuert? Ja, dann kannst du dir bei Nina ein bisschen... beschissene Credit-Kacke hier nicht angewiesen. Du bist eine Verräter-Sau. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz den Stream pausieren und die Bitrate etwas runterstellen. Und die Ritbarte? Wieder online. Die Ritbarte. Ich habe eine Waffenkiste gefunden und in der Waffenkiste ist eine Torque-Waffe. Ich brauch dich unten auf dem Mond. Könnt weitergehen und ich muss dann einfach hinterherlaufen, ne? Wie ich das kenne. Und dann können wir die Kamera vergessen. Hm. Boah, was ist das denn für ein Zoom-Ding? Gucken wir uns Steve mal genauer an. Ja, guck mich doch genauer an. Super. Aha. Gut, ein Mediaautomat. Ich hab hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Nase. Ja, das macht natürlich Sinn. Und deck dich auch mit Munition ein. Aha. Da drüben gibt's welche. Ich weiß, was das Problem war. Bierdo Plus sieht so böse aus. Oh, ich glaube, ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Ich habe das auf 1700 mal 1000 irgendwas Pixel gestreamt. So, liebe Stream-Guckenden, es tut mir leid, dass ich die Dialoge etwas leiser gemacht habe, aber die hört ja eh keiner. Leider. Obwohl die echt gut sind. Ja.
Aber ja, mir geht's tatsächlich, wenn wir alle labern, geht mir das tierisch auf den Keks.